Willkommen zu einer weiteren Folge Raid am Mittwoch. Es ist wieder soweit. Wir haben die Highlights der Woche für euch zusammengefasst aus unserer Community und von mir. Obwohl bei mir, da passiert ja immer nichts. Aber was bei den anderen so passiert ist, das werdet ihr jetzt sehen. Folge Nummer 6 für euch am Start. Und am Ende wartet natürlich auch wieder der Schocker der Woche. Bam! Angefangen hat die Woche ganz lustig. Der Host of Death hat uns hier nämlich gezeigt, ein Plusle 007 in geheimer Mission. Und das fand ich cool von den Werten und wie er das so reingeschrieben hat. Und nach unten die Icons dazu mit diesem Detektiv und der Pistole, der Bombe, dem Dynamit. War eine coole Sache, habe ich gedacht, nehme ich mit rein. Dann hat er ein bisschen getauscht mit Extreme und Extreme hat dabei natürlich ein 100% Weimar bekommen. Auch sehr gute Sache, das fehlt mir immer noch. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich einen 100er hätte, das würde ich sofort entwickeln, hochziehen, maxen. Leider habe ich keinen 100er. Dann ganz spannend, wir haben eine neue Arena bekommen bei uns im Ghetto. In Wallraps gibt es eine neue Arena, die gleich gelb besetzt wurde, wie auch sonst. Und zusätzlich gab es auch einen neuen Stop. Es ist also immer wieder schön zu sehen, dass sich was tut, dass Sachen übernommen werden, dass Sachen eingereicht werden und dass es Zuwachs nimmt. Wir warten dann auch immer alle auf die Funktion, dass man auch direkt selbst in Pokémon Sachen einreichen kann und vorschlagen. Wir hoffen, das kommt auch noch. Erstmal kommt natürlich das PvP, aber die Stop-Einreichung, darauf warten die meisten Leute. Die Linsierer hat wieder mal getauscht. Wenn schon kein Shiny, dafür ein Lucky und ein 98%iges Lucky Aerodactyl bekommen. Glückwunsch dafür, ich glaube, da habe ich auch noch keins. Und dann wollte sie eigentlich Kripuk. Sie dachte eh, damit macht man eh nichts, hat sie mir noch erzählt. Hat gedacht, na gut, komm, die zwei tauscht du mal miteinander. Und dann hat sie plötzlich einen 93er und 96er bekommen beim Tausch gegeneinander. Richtig cool natürlich, von 76 und 82 auf beide über 90. So muss man es machen. Und bei Kripuk, ihr habt ja nur eins und habt auch nur einmal die Chance, das zu tauschen. Und dass das Lucky wird, das ist natürlich eine Sensation. Also richtig coole Sache. Dann habe ich meinen Roserade entwickelt mit meinem dritten Sinostein und hatte ein 100%iges natürlich Roselia. Habe das gleich entwickelt, hatte das vorher schon gemaxt. Da kommt vielleicht morgen auch die nächste Sache, wenn ich wieder einen Sinostein bekomme. Die sind ja nicht mehr garantiert, aber wenn ich einen bekomme, werde ich da sehen, dass ich da das nächste halt entwickle für Generation 4. Was das sein wird, seht ihr aber dann morgen. Wie schon gesagt, ein 100er fehlt mir noch von dem Weimar, aber ich habe die Woche auch ein 98%iges bekommen aus dem Ei. Der Bockwurst-King Nummer 2 aus dem Ei hat sein zweites Shiny Magby bekommen und die kommen ja immer noch aus den Alola-Eiern, wie ihr wisst. Auch mal Glück gehabt von Linsira, die hat nämlich ein 98%iges Cresselia gefangen. Dann der Extrem, der hat auch wieder Glück gehabt, diesmal nicht getauscht, sondern einfach geklickert unterwegs. Ein Zirpurze mit 100%, 15, 15, 15. Glückwunsch dafür. Dann habe ich wieder was habe ich ja gar nicht gebrütet. Nein, das war getauscht. Genau das habe ich getauscht. Ich weiß gar nicht mit wem, ich glaube mit dem Isbo. Weil ich ja die Starter auch natürlich auf weil ich die Starter natürlich auch Lucky haben wollte, habe ich die getauscht, habe ein 98%iges Cellast bekommen. Da warte ich natürlich jetzt gespannt auf den Community Day. Ich würde das auch nicht vorher entwickeln, würde ich keinem empfehlen. Lieber Geduld, dann habt ihr mehr davon. Mit typisch Andy habe ich dann getauscht. Der hat mir ein paar Shinies von sich abgegeben, weil der Rayquaza haben wollte. Hab da einen Fostelga Shiny Lucky bekommen. Also das sieht ja so schon so goldig aus. Hat jetzt noch einen goldenen Hintergrund, passend dazu. Richtig coole Sache. Der nächste X-Raid stand auch an. Ich glaube, das Fostelga habe ich in der letzten Folge schon gehabt. Ah, okay, der nächste X-Raid stand auch natürlich an und wieder ein Deoxys und diesmal wieder ein 98%iges. Aber ich habe immer das Glück oder Pech, wenn ich ein 98er bekomme, dann immer mit 14 Angriff. Mit 15 Angriff wäre das natürlich viel genialer, aber man kann nicht alles haben. Typisch Andy, Go Plus, mit dem Go Plus natürlich gefangen, ein Shiny Mushas. Coole Sache. Dann hat es angefangen, das Community Day Wochenende. Und wir standen abends am Strich, haben da angefangen, die Lokmodule gezündet. Und ziemlich früh kam auch dann bei meinem Mädchen ein Lavita. Ein Shiny Lavita. Gleich hinterher hat sie noch einen Shiny Glumanda bekommen. Da hat sie sich auch riesig gefreut. Ja, das damals ja alles verpasst. Linsira wieder hat einen Dratini mitgenommen. In Shiny natürlich.
und mein Mädchen noch ein Nidoran in Shiny, die es ja damals gab an dem offiziellen Mädchentag bei Pokémon und jetzt natürlich wieder seltener sind, aber Glückwunsch dafür natürlich. Dann ging es weiter natürlich, Extreme hat wieder ein bisschen getauscht mit Horst of Death und hat jetzt ein 100% Owei bekommen. Was man hier sieht, der Martin hat sich ein Shiny Shinux gegönnt beim Einer an der Brücke bei der X-Ray Arena. Mit dem Bockwurst King bin ich aufgestiegen, wir sind jetzt beste Freunde und der hat ja eine krasse Location. Ach nee, das war ja meine Location, der Screen ist ja von mir. Das war glaube ich auch in Coburg, genau. Der Brian hat ein Shiny Endivier bekommen am Community-Wochenende mit 91%. Die meisten sagen ja immer, Shinies sind eh kacke, die haben immer schlechte IV. Er zeigt uns, dass es nicht so ist, die können auch gute IV haben. Mit Ikegru bin ich auch aufgestiegen. Gruß also raus an Matthias, beste Freunde. Auch da wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Ein kleiner Screen von Nebels, der hier zeigt, was sich bei ihm alles so versammelt hat. Sieht natürlich auch gut aus, auch Rauch an. Den habe ich ja komplett vergessen, ich habe gar keinen Rauch angemacht. Ich hatte ja so schon genug zu tun. Dann René hat uns gezeigt, in Hibu auf dem Markt. Also das war gar nicht der Markt, das war beim Caritas. Saß einfach mal ein Dratini auf Level 1 mit 100% IV. Das hat er sich natürlich gegönnt. Coole Sache auch. Extreme mit einem Golbat mit 100%, das hat er glaube ich aus der Feldforschung, das gibt es ja momentan in den Aufgaben, auch 3x15, wunderbar, Teilzeitlegende, hat dann sein Glurak entwickelt und ist darauf stolz, weil es auch ein Level 1 Shiny Glumanda war und jetzt ein WP39 schwarzes Glurak und wer hat das schon, das sollte man übertrumpfen, meint er. Und das hat uns typisch Andy dann gezeigt mit seinem WP30 Megani, was auch ein Level 1 Shiny war. Coole Sache natürlich, zählt das. Dann Seppel HBN hat beim Bewerten ein 100% Dratini gefunden auch. Also auch coole Sache natürlich, Level 21 auch wild gefangen. Das war sicherlich auch von dem Community Day Wochenende. Da gab es also viele gute Sachen zu holen. Linke Networks mit einem 100% Despotar aus dem Ei, glaube ich. Hat er natürlich auch entwickelt, jetzt hat er also einen 100er mit Katapult, Steinkante, Glückwunsch dafür. Xtreme hat sich ein 100%iges Dragoran entwickelt, also da ging es ja wirklich nur noch ums Entwickeln dann. Und er hat natürlich wieder mal mit Horsti getauscht und ein 100% Glücks-Glurak bekommen, auch Glückwunsch dafür natürlich. Der Lukas hat getauscht und hat ein 100% Lucky Shiki bekommen. Finde ich auch coole Sache. Ich glaube, habe ich überhaupt einen... Ja, ich hatte damals das komische Shiny 100 da. Und dann hat er uns noch ein Screen gezeigt, wie das Tarnel entführt wird, was auch sehr lustig aussieht. Ich weiß gerade den Namen gar nicht von dem anderen Teil. Bla 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 bla, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall wird es gerade entführt, sieht lustig aus, mit der Drohne einfach nur weggefangen. Oder hier, der Beverager zeigt uns, Feuriegel spielt Indianer, weil da einfach ein Feuriegel und Endivier zusammensitzen. Nebels hat getauscht und hat ein Lucky Groudon bekommen mit 93%. Und das hat er, glaube ich, mit Tina getauscht, die dafür ein Cresselia bekommen hat als Lucky. Hat sie leider nicht gezeigt. Er hat ja gemeint, sie kann es mal mit in die Gruppe reinposten. Hat sie nicht. Leider, sonst hätte man da auch noch einen Screen. Aber Glückwunsch natürlich dafür an das Groudon. Sehr coole Sache. Dann habe ich noch ein bisschen getauscht. Mit Ispo war das, glaube ich, ein 96%iges Lucky Lavita bekommen. Die Disney Jenny zeigt uns, sie hat die ganze Zeit ja drauf gewartet, hatte noch kein Shiny Evoli. Und dann beim ersten Pokémon, was sie an dem Tag gefangen hat, das war glaube ich dann der Sonntag oder der Montag sogar vielleicht, hat sie einfach in ihrer Siegesserie, erster Fang des Tages, ein Shiny Evoli bekommen. Das ist natürlich auch eine richtig gute Überraschung gewesen. Der Defteris auch am letzten Tag, ja es war Montag, die letzten paar Stunden sind gelaufen beim Rewe, einfach noch ein Shiny Lavita mitgenommen. Dann seht ihr hier, Shiny Tablet in Aktion. Da habe ich hier mit ein paar Accounts in meinem neuen Tablet einfach mal ein paar Einser-Raids mitgemacht, beziehungsweise beim ersten Shinux, was ich dann gemacht habe, gab es auch gleich wieder ein Shiny dabei. Da freue ich mich natürlich, jetzt fehlt mir nur noch eins für die Sammlung. Linke Networks auch mit einem Shiny Magby nachgezogen, was ihm glaube ich auch noch gefehlt hat.
Dradiote oder Team Shiny Tom hat ein 98%iges Shinux bekommen, auch aus dem Raid, auch coole Sache und ich hoffe immer noch, dass man die mal verbessern kann. Dann ich, also der kleine Lukas, hat ein 96%iges Knackleon bekommen aus dem Ei und erst nerven die Dinger, aber wenn man gute IV hat, dann ist das schon vertretbar. Immer noch kein Wunder da, aber 96 kann man schon machen. Dann gab es einen Despota-Raid, auch am Theater, glaube ich. Da bin ich schnell hingehuscht und ich kenne ja die Werte nicht mehr. Ich kannte die Werte immer 2097 meine ich, für einen 100er. Beim Wetterboost habe ich schon nicht mehr durchgeblickt, irgendwas mit 26. Und deswegen war ich auch überrascht, dass 2733er nach der WP-Änderung war, also auch ein 98%iges Despota, sogar mit 15 Angriff, also gilt schon nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe. Habe ich mir gegönnt, habe ich mitgenommen. Teilzeitlegende hat ein Lucky Shiny Dragoran bekommen mit 88,9% und 15 Angriff. Und jetzt fällt mir auch gleich der Name wieder ein, was ich vorhin gemeint habe. Das war nämlich ein Yanma. Genau. Ich weiß nicht, warum, wenn ich das grüne Dragoran sehe, plötzlich auf Yanma komme. Aber das Yanma hat das Tarnel entführt vorhin. So, das ist peinlich, wenn man nicht weiß, dass das Yanma heißt. Dann gestern war das, glaube ich, habe ich mit Fini Finien, sind wir beste Freunde geworden. Da gab es auch nochmal Fett EP obendrauf. Wunderbar, so muss das sein. Und gestern Abend kam auch noch ein neuer Stop hinzu bei uns, gleich um die Ecke. Infotafel, Hitbockhäuser, Häfenmarkt. Linsira hat, glaube ich, gestern Abend war das auch, oder vorhin? Ne, gestern Abend auch noch ein Shiny Minun gefangen. Und das finde ich immer cool, wenn man außerhalb eines Events Shinies bekommt. Das ist, da ist der Überraschungseffekt einfach viel, viel höher. Und neben dem Stop an der Infotafel gibt es auch einen weiteren neuen Stop am Friedhof bei uns. Ihr seht also, da hat sich wirklich was getan. In einer Woche 3 neue Stops und eine neue Arena. Richtig gute Sache natürlich. Der Bockwurst King hat noch einen Shiny Stolunio gepostet und hinterhergehauen. Ist dann auch aufgestiegen auf Level 40. Glückwunsch dafür, Grüße gehen raus. Und dann wollte ich hier noch einen grüßen, einen Abonnenten von mir, und zwar der Kalle 1900. Der hatte mich nämlich schon mal gefragt und dem möchte ich erstmal Glückwunsch sagen. Der hat nämlich aus der Feldforschung einen Evoli bekommen mit 100% und finde ich coole Sache. Der Kalle ist nämlich sehr aktiv, der ist auch mit mir befreundet, der freut sich schon, wenn wir zusammen dann auch uns battlen können, wenn das PvP-System draußen ist, und schickt auch immer fleißige Geschenke. Und schreibt doch immer fleißig Kommentare unter die Videos. Deswegen Grüße gehen raus an Kalle 1900 oder 1900. Sehr guter Mann und sehr loyaler Mann. Finde ich cool. Aber das war's für jetzt. Jetzt kommt gleich noch der Schocker der Woche. Da sind wir wieder beim Schocker der Woche. Und der ist diesmal nicht ganz so krass, nicht ganz so brutal. Denn das ist nur ein Shiny Bisasam mit 100%, passend zum Community Day Wochenende, wo ihr natürlich die Starter auch bekommen habt als Shiny. Und ich kenne keinen, der ein 100%iges Shiny Bisasam hat, aber das hat auch noch gleichzeitig ein gutes Level mit 31. Und das Ganze kommt von Phil Ma gepostet. Das rettet bei einem gesamten Tag. Bam! Also Grüße gehen raus an Phil Ma. Glückwunsch für das 100% Shiny Bisasam. Wir haben auch noch von Jakob habe ich noch bekommen ein 100% Shiny Evoli, nein, Pikachu. Aber wir hatten letzte Folge ja schon das 100% Lucky Shiny Pikachu mit SS Cap. Und das ist natürlich eine Stufe höher. Deswegen habe ich das 100er Pikachu in Shiny nicht reingenommen. Aber Bisasam habe ich bisher noch nichts Krasses entdeckt gehabt. Deswegen 100% Shiny Bisasam. Und das war's für diese Woche. Wir sehen uns einfach nächste Woche. Wenn wir wieder gucken, was ist passiert, was sind die Highlights der Woche, was habe ich gefangen, was haben die anderen gefangen, was geht ab, wie viele Stops sind dazugekommen. Aber das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Es wird immer dunkler, gleich sieht man mich gar nicht mehr. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.